Kopfschmerzen. Am gleichen Tag hatten ein Apotheker und ein Kaffeebesitzer schreckliche Kopfschmerzen. Um Abhilfe zu schaffen, ging der Kaffeebesitzer in die Apotheke, um sich Kopfschmerztabletten zu besorgen. Der Apotheker dagegen ging in das Café, um eine Tasse Kaffee zu genießen. Merke, jeder hat seine eigene Methode zu handeln. Aufgabe: Gleichermaßen solltest du überzeugt sein, an dich glauben, deinem Weg folgen und den Worten glauben, die dich überzeugen.